Hallo und herzlich willkommen zur Mähdrescher Einstellung Teil 2. An meiner Seite ist Herr Wickenhagen, er ist Geschäftsführer vom Agrarunternehmen Westerengel. Und das liegt? Am Nordrand des Thüringer Beckens, vor der schönen Hainleite. Die Mähdrescher Einstellung ist ja für viele Fahrer ein Buch mit 7 Siegeln. Da klammert man sich mal gerne an die Standardeinstellung des Herstellers und da hofft man einfach, dass es funktioniert. Und heute gibt es ja auch so verdammt viele Einstellmöglichkeiten. Mein erster Mähdrescher war ein E516 von Fortschritt aus der DDR. Da war nur eine Trommel zu bespielen. Heute haben wir mehrere Trommeln. Heute haben wir Körbe, die kann man ranschwenken, wegschwenken. Statt Schüttler haben wir Rotoren, da können wir die Klappen auf- und zumachen, Drehzahlen verstellen. Klar, je mehr Einstellmöglichkeiten wir haben, desto feiner kann man auf die Bestandesbedingungen einstellen. Aber es ist auch so verdammt schwierig. Aber es gibt Grundregeln. Grundregel Nummer 1. Und die ist für Raps für alles Folgende entscheidend. Lange stoppeln lassen und nur das Schotenpaket einziehen. Denn wer tief mäht, der zieht ungefähr 4000 Liter Wasser je Hektar mehr ins Dreschwerk. Und das ist Wasser, was wir aus dem Stängelmark ausquetschen. Und das ist natürlich klar, dass man da mit dem Dreschwerk, mit der Reinigungsarbeit Probleme bekommt. Wer Unkraut hat, potenziert das Ganze noch. Also, je höher Sie abmähen, desto fehlertoleranter ist der Mähdrescher bei der Einstellung und desto einfacher ist sie. Und warum wollen wir es uns und dem Mähdrescher schwer machen, zumal lange Rapsstoppeln auch ziemlich gut verrotten? Grundregel Nummer 2. Beim Raps immer zügig fahren. Dann bekommt das Dreschwerk auch genügend Futter und die Schoten bekommen genügend Druck. Man strebt so eine Motorauslastung nahe 100% an. Wenn eine zügige Fahrweise schon an der Annahme beim Schneidwerk scheitert, dann verweise ich auf das vorangegangene Video zur Schneidwerkseinstellung beim Raps. Grundregel Nummer 3. Bei trockenen, abgereiften Beständen genügt eine sanfte Dreschwerkseinstellung. Denn für das Aufbrechen der Schoten reicht ja schon das Zusammendreschen der Schoten im Dreschwerk und die Förderbewegung. Da kommt es quasi zum Selbstaustausch. Das heißt, die Dreschtrommel bzw. die Rotordrehzahl, die halten wir im unteren Bereich, etwa minus 50 bis 150 Umdrehungen gegenüber den Herstellerangaben. Aber bitte immer noch so, dass man sich keinen Fuchs fängt, also keinen Trommelstau bekommt. Das heißt, nur so aggressiv wie nötig, dass der Austausch auch gut funktioniert und dass die Masse in Bewegung bleibt und dass das Dreschwerk rund läuft. Die erfahrenen Fahrer, die hören das Abtouren des Dreschwerks, wenn es gefährlich wird. Beim Korb muss man sich so ein bisschen von den Herstellerangaben lösen. Den Korb kann man deutlich weiter öffnen und da sind so 40 mm durchaus drin. Denn stellt man das Dreschwerk bei trockenen Bedingungen zu aggressiv ein, dann produziert man ja unnütz Kurzstroh. Und dieses Kurzstroh, der Brösel, der Mulm, der behindert nicht nur die Korbabscheidung, sondern befördert auch viel Kurzstroh mit auf die Schüttler, mit in die Rotoren und behindert dort die Abscheidung. Und das Ganze setzt sich fort bis zu den Sieben nach hinten. Auch nicht vergessen, nach der Wintergerste Entgrannerleisten raus, Korbdreschleisten rauszunehmen. Regel Nummer 4. Wenn man Zwiebwuchs hat, wenn man nicht auf eine bessere Abreife warten will, weil man noch so viel Weizen vorm Fuß hat oder wenn ein Bestand großrahmig ist und saftig ist oder verunkraut ist, egal wie. Wenn man es also mit feuchtem Erntegut zu tun hat, dann braucht man natürlich eine schärfere Dreschwerkseinstellung. Und hier setzt man auf den sogenannten Fegeeffekt. Das heißt, man wählt eine höhere Dreschtrommel bzw. Rotordrehzahl plus 100 bis 200 Umdrehungen mehr gegenüber den Herstellerangaben. Den Korb muss man nicht unbedingt verstellen. Auch wenn man ihn eigentlich weiter zukneifen möchte, denn sonst wird das feuchte Gemisch zu stark ausgequetscht. Den Korb lässt man also etwas weiter, damit das Gemisch gut durchgeleitet wird und die Feuchte schneller abgeführt wird. Ansonsten käme es zu Abscheideproblemen und auch zu einer spürbaren Wiederbefeuchtung im Bunker. Auch wenn man den Korb bei einigen Mähdreschern im Auslauf verengen kann, ist gerade beim Raps die parallele Stellung eigentlich vorteilhafter. Regel Nummer 4. Wenn man es mit grünen Gummischoten zu tun hat. Grüne Gummischoten gehen im Dreschwerk meist nicht auf. Und bei Korbabständen von 25 bis 40 mm hat man ja da auch wenig Chancen. Da müsste man schon eine Weizeneinstellung fahren, um die Schoten aufzuquetschen. Aber dann hat man wieder die braunen Füchse drin, die unreifen Körner im Bunker und die ziehen die Qualitäten nach unten. Und man quetscht bei dieser scharfen Dreschwerkseinstellung auch das Stängelmark aus mit den beschriebenen Abscheideproblemen. Wer mit Gummischoten drischt, weil er das jetzt einfach mal so will oder weil er muss, der muss sie verloren geben und der braucht sich daran auch nicht mehr verlustieren, weil wir dann an anderer Stelle viel mehr Probleme produzieren mit dem klebrigen, feuchten Gemisch.
Und wer wissen will, was da hinten an grünen Gummischoten wieder rauskommt, klein gehäckselt im Schwatt, der legt mal 10 Meter ins Schwatt und schaut sich das an und kann nochmal neu überlegen. Grundregel Nummer 5. Den Raps, den man vormittags angefangen hat, der ist nachmittags nicht mehr der alte. Wenn man sich manchmal vormittags noch die Zähne an ihm ausgebissen hat, da geht er nachmittags oder abends oft durch wie Öl. Das heißt, die Abtrocknungsvorgänge im Schotenbereich erfordern eine angepasste Einstellung über den Tag. Das heißt wiederum, Trommel bzw. Rotordrehzahlen über den Tag in 15 Schritten senken und den Korb in 1 mm Schritten weiter öffnen und zügiger fahren. Grundregel Nummer 6. Und die gilt eigentlich immer, egal was Sie dreschen. Vor Druschbeginn die Schoten mal anfassen, mal die Schoten ausreiben und sich das Schotenpaket anschauen, um einen Eindruck zu bekommen und eine Zielvorgabe für die Dreschwerksintensität abzuleiten. Mit diesem subjektiven Eindruck von der Pflanzenbeschaffenheit ist die Einstelloptimierung viel leichter. Glauben Sie es mir, nehmen Sie sich die Zeit. Grundregel Nummer 7, und die ist ziemlich neu. Man meinte mal, dass die Schoten bei längerer Standzeit zunehmend aufplatzen. Das wäre ja auch erstmal plausibel und normal. Trotzdem beobachten die Praktiker neuerdings genau das Gegenteil. Die Schoten schrumpeln zusammen, sie werden betonartig hart. Und das passiert ganz oft bei Trocken- oder Frostereignissen. Das heißt, die Schoten fallen dann zwar nicht aus, man könnte sie praktisch bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag stehen lassen, aber man braucht doch deutlich mehr Kraft, um sie im Dreschwerk auszudreschen. Und in erster Linie braucht man in diesem Fall mehr Reibung. Und deshalb beginnt man bei diesen kleinen, harten Betonschoten mit dem Korb und stellt ihn in 1 mm Schritten enger. Und erst wenn das nicht ausreicht, dann erhöht man die Dreschtrommel bzw. Rotordrehzahl, aber ohne zu viel Kurzstroh und zu viel Bruchkorn zu produzieren. Grundregel Nummer 7. Die Einstellung ist immer auch durchsatzabhängig. Moderne Mähdrescher lösen das ja automatisch. Sie messen mit Sensoren am Schacht oder am Dreschwerk und an vielen anderen Stellen, wie viel da kommt und intensivieren die Einstellung von Dreschwerk und Reinigung, je schneller man fährt. Wenn man das manuell machen muss, und da bleibt das natürlich oft, die Fahrer schieben zwar den Fahrhebel nach vorn, ziehen aber die Einstellung nicht mit nach oben. Und stellen Sie sich vor, Sie fahren statt 5 jetzt 6 km/h. Das bedeutet für das Dreschwerk, dass 20% mehr Gutmatte ankommt, die ausgedroschen und abgeschieden werden muss. Und das bedeutet für die Reinigung, dass 20% mehr Matte auf den Sieben liegt, die entmischt werden will. Also die Dreschwerks- und Reinigungseinstellung mit dem höheren Durchsatz mitziehen, denn dann verläuft die Verlustkurve flacher. Will heißen, man kann schneller fahren, ohne dass man von schnell ansteigenden Verlusten ausgebremst wird. Was heißt das jetzt für die Einstellung beim Raps? Beim Dreschwerk, also das Dreschwerk kann man so lassen, solange der Austrusch gut funktioniert. Aber für die Reinigung gilt, mit jedem km/h mehr, was man fährt, nimmt man den Wind um mindestens 50 Umdrehungen höher. Und spätestens nach dem zweiten km/h öffnet man auch das Ober- und Untersieb um 1 mm. Wie und mit welchen Arbeitsorganen fängt man nun eigentlich an bei der mähdrescher Einstellung? Die meisten stellen von unten nach oben ein. Die machen die Körbe und die Siebe schrittweise immer weiter auf, nehmen die Drehzahlen schrittweise immer weiter hoch. Besser und schneller ist man bei der Optimierung, wenn man sozusagen beherzt von oben herab anfängt. Das heißt, man fährt den Raps zügig an, nahe 100%, und entstellt in Erwartung eines hohen Durchsatzes zunächst erstmal alle Arbeitsorgane weit auf. Das heißt, Trommel bzw. Rotordrehzahl moderat hoch, den Korb weit, die Siebe auf, das Gebläse hoch. Da kann erstmal nichts passieren. Dann wird die Trommel- und Korbpaarung angepasst, je nach Austrusch der Schoten, je nach Bruchkorn und Kurzstroh im Bunker. Das heißt, vom oberen Bereich an regelt man schrittweise die Drehzahl nach unten in 15 Schritten, und zwar so, dass der Austrusch gut funktioniert und Ihr Gehör und Ihr Angstgefühl Ihnen sagen, nicht weiter, sonst fange ich mit dem Fuchs. Tendenziell gilt, Drehzahlen eher niedriger, also Dreschtrommel und Rotordrehzahlen eher niedriger, den Korb eher weiter. Dann die Obersiebe, die schließt man so weit, bis kein Langstrom mehr im Bunker ist. Und die Untersiebe schließt man so weit, bis kein Kurzstrom mehr im Bunker ist und die Ware gut sauber aussieht. Die Windmenge, die wird reduziert, dass keine Ausblasverluste mehr auf dem Acker sind. Und ich denke, mit dieser Herangehensweise kommt man relativ schnell zu einer guten mähdrescher Einstellung mit akzeptablen Verlusten und mit einer guten Leistung. Und die Schritte der Einstellung, die erfolgen bei Drehzahlen, bei Dreschtrommeln oder Rotor, bei Gebläse, immer in 50er Schritten und bei den Abständen, wie bei Korb oder Siebe, immer in 1 bis 2 mm Abständen.
Und wer jetzt mal eine grobe Orientierung braucht, der kann die eingeblendete Tabelle nutzen. Die ist natürlich grob, weil wir ganz viele Maschinen haben. So, liebe Kollegen, im nächsten Teil geht's weiter mit der Reinigungseinstellung im Raps. Und bis dahin wünsche ich gutes Gelingen.